Hallo! Willkommen zurück zu Attack on Legends. Die vorangegangenen paar Minuten waren ein Zeitraffer, als ich hier ein bisschen in meinem Haus quasi aufgeräumt habe. Sonst ist quasi nichts großartig passiert, außer dass ich hier jetzt zusätzlich noch den Marble ein bisschen aufpoliert habe. Und auch die Marble Bricks. Da habe ich die Textur von Zoatex genommen. Was wir auf jeden Fall erstmal machen müssen, ist die Quarry umstellen. Was ein sehr lustiges Unterfangen wird. Denn eigentlich müsste ich sie unter mein Haus packen. Denn was ich die letzte aufgenommene Folge gesagt habe, ist quasi Bullshit. Denn natürlich brauchen wir einen Keller. Denn was ich irgendwie nicht bedacht habe, ist, dass wir außer der Erzeverarbeitung, dem Reaktor für Stromversorgung und den Batterien und vielleicht nach der Red Power Ecke, wo habe ich denn meine Quelle? Hier war die. Was wir mit Ausnahme dieser paar Dinge noch brauchen und was ich total vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir noch alle möglichen anderen Maschinen machen müssen. Das heißt nicht Maschinen, sondern praktische Angelegenheiten, wie automatische Farmen und so ein Käse. Dann habe ich irgendwie nicht so richtig gedacht. Die werden wir noch bauen. Zwar nicht alle heute, weil das wäre viel zu lange. Aber generell. Und zwar habe ich mir gedacht, fürs Erste bauen wir eine Holzfarm. Darüber hinaus brauchen wir selbstverständlich eine Nahrungsfarm. Weil, sind wir mal ehrlich, ich habe zwar irgendwie am Anfang gemeint, ja, wir ernähren uns einfach ganz easy von EMC-Table. Ist zwar ganz lustig gemeint, aber sorry, nee. Deswegen umdisponieren, wir machen es doch über den klassischen Weg eines Technik-Modpacks. Weil es ist halt ein Technik-Modpack. Überall, wo Limestone gefiltert, also wo grün ist, kommen die Sachen ins Logistik-Pipe-System. Das ist schon mal das Erste, was passt. Dann, das, was ich letzte Woche angesprochen habe, der Vorschlag wurde auch angenommen. Muss ja Limestone dann drin sein, damit das funktioniert. Gut, ich denke, das können wir erstmal vergessen. Es gibt auch noch irgendeine Export-Logistik-Pipe, aber ich weiß jetzt bei weitem nicht, wie die heißt. Gut, ich wollte nachgucken, wie ich die Garagen denn baue. Hinpassen würde sie wahrscheinlich hier irgendwo vor den See. Würde ich auch vorschlagen, bauen wir die hier rein. Ich werde das jetzt hier nicht automatisch ausheben lassen. So, lol. Wir haben einen Spawner hier unten. Seit wann haben wir hier einen Spawner? Das ist jetzt ja mal genial. Ich wollte noch was dazu sagen. Also ursprünglich wollte ich, hätte die Baumfarm, hatte ich eigentlich vor, via Railcraft zu machen. Aber das geht nur mit Steve's Cards. Sonst dürft ihr dreimal raten, welcher Mod nicht in Tekken Legends dabei ist. Richtig, Railcraft. Und deswegen musste ich auf eine andere Mod zurückgreifen, die ich das letzte Mal was gebaut habe in der Minecraft-Version 1.4.7 und da hat sich die Mod seitdem um, sagen wir mal, alles verändert, was so möglich ist. Es ist nichts mehr so, wie es mal war und deswegen macht es die Sache nicht gerade leichter. Ich möchte hier unten definitiv nicht über meine Hausgrenzen rausgehen. Ich werde vermutlich sogar noch ein bisschen tiefer gehen im weiteren Verlauf des Kellers, damit auch die Baumfarm schön, also die Bäume schön wachsen können. Weil ich will in die Garage nicht nur Industrial Craft reinmachen, sondern halt auch die Baumfarm. Und damit es nicht zu langweilig wird, mache ich ab jetzt einen kleinen Zeitraffer für euch, während ich das Ganze hier aussehe. Gut. Es ist noch ein bisschen mehr geworden aus der Keller, weil ich festgestellt habe, dass hinten mal wieder das gesamte System kaputt gegangen ist, sage ich mal. Und wir irgendwie keine Fassaden mehr haben. Jetzt machen wir was anderes. Jetzt brauchen wir nämlich Basalt. Ich habe nämlich gedacht, ich könnte eigentlich
die Decke aus Basalt machen, beziehungsweise hier vorne das aus Basalt machen. Und wenn ich mich jetzt nicht zu sehr täusche, müssten die Vulkane in diese Richtung irgendwo liegen. Und die werden wir abbauen. Ja, also das wird halt jetzt ein Weg gebaut. Ich glaube, da mache ich auch wieder Zeit drauf. Hallo, hier bin ich wieder. Ich habe mir jetzt mal in den Kopf gesetzt, die Batterien umzupolen. Das heißt, dass das hier die ist, von der wir anzapfen und das die ist, wo wir reinspeichern. Und jetzt bin ich erstmal dabei, bevor ich sie umbaue, den Strom von einer in die andere zu transferieren. Und das mache ich jetzt gerade bei, ich glaube, maximal möglicher Geschwindigkeit. Gleich wieder meine tollen Fassaden drauf. Alter, was ist denn jetzt schon wieder? Wieso zum Teufel? Ist hier fucking Limestone drinnen? Wie um alles in der Welt kommt hier jedes Mal Limestone mit durch? Weil ich irgendeinen Output nicht umgestellt habe, welcher hier dieser hier ist. Problem jetzt auch mal endgültig behoben. So, den Limestone müsste man eigentlich in etwas auslagern, weil man den irgendwie jedes Mal wieder mitkriegt, obwohl man ihn eigentlich gar nicht haben will. In ein Dings, wo automatisch abpumpt. So. Jetzt brauchen wir Öl. Was gibt es denn für Furnaces? Wir hatten da einmal den Red Matter Furnace. Was, keine Ahnung, was der macht. Aber der Project E wird die Finger von lassen. Blast Furnace. Alloy Furnace. Und sonst gibt es eh nur Minecraft Furnaces, oder was? Ja, läuft. Gut, dann machen wir es doch über Engineers Toolbox. Dann kenne ich da jetzt gar nichts. Sorry, aber das enttäuscht mich ein bisschen. Dass ich das nicht mit dem Ding machen kann. Haben wir hier das schon drin? Nein, haben wir natürlich nicht. Dann machen wir das jetzt ganz lustig und klauen uns hier ein Furnace. Alles andere kann ich mir hier, glaube ich, eh schon drin machen. Learned. Also dafür, also für sowas ist zum Beispiel der EMC-Table echt Gold wert. Und ich glaube, fast wenn das so ist, dann hole ich mir für Engineers Toolbox definitiv noch den Patch von Soatex. So ein Kochwürfel wäre doch cool. Nee, wäre eigentlich auch, wär, ist ja auch doof, so ein Kochwürfel. Kann ich ja nicht wirklich sinnvoll automatisieren. Ich muss mir echt als nächstes unbedingt diese Kack-Project-Table machen. Dann brauchen wir hierzu noch eine Kiste. Eine Wooden Transport Pipe, die ich auch dabei habe. Ich bin voll gut vorbereitet hierfür. Dann nochmal zwei Stone Pipes, um so zu legen. Und dann schlussendlich noch eine Redstone Engine und noch eine Redstone Engine, damit es schneller geht. Das Copper Ore setzen wir jetzt hier unten hin und da kommt ein Schalter dran und fertig ist eine vollautomatische Schmelze von Dingen. Was habe ich mir dabei gedacht? Der steht ja mitten im Logistik-Pipe-System drinnen. Dass ich mir so mühevoll schön hingerichtet habe. Ich hoffe einfach jetzt, dass das funktioniert. So, da muss das jetzt hier oben nur noch dran. Flop. Und da muss ich ja noch umstellen auf Safe Unlock. Ja, es geht! Eine Treppe. Und das hat jetzt so Ewigkeiten gedauert. Genau. Eine blöde Treppe. Ich bin echt kein guter Hausplaner. Damit bis zum nächsten Mal. Und tschüss.